Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie doch so zahlreich erschienen sind heute zur Finissage der Ausstellung von Mitra Verlorene Träume. Vielleicht ganz kurz, die Ausstellung war im Juni 23. habe ich im Kopf, ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, 12. 12. noch früher. Hatte man diese Ausstellung hier eröffnet, und zwar im Rahmen einer Konferenz zum Thema Iranian International System. Das war vor allem auch eine politische Konferenz, wo es darum gegangen ist, wie positioniert sich der Iran in der Region politisch mit dem JCPOA, dem Atomabkommen und so weiter. Und wir wollten eben auch, und dachten, das ist ein wunderbarer Anlass, auch ein bisschen die andere Seite des Iran zu zeigen. Und dementsprechend hatte man damals diese Ausstellung eröffnet. Heute ist leider schon die Finissage. Sie haben danach noch genug Zeit, auch ein bisschen rumzuschauen. Es wird ein bisschen Getränke und Snacks auch noch geben. Ich hoffe, Sie genießen den Abend. Ich stelle Ihnen nun zuallererst meine Gäste vor. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich glaube, das ist Premiere hier am Institut, dass wir ein reines Frauenpanel haben. Das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Ja. Ich finde das außergewöhnlich und ich freue mich auch zu diesem Thema, dass wir miteinander diskutieren können über Kunst im Iran, in Österreich. Alle drei Frauen sind im Iran geboren, alle drei Frauen leben in Österreich. Sie kennen daher den Iran und Österreich, die Kultur und die Kunstszene aus erster Hand. Ich werde kurz ein bisschen ein Gespräch mit Ihnen führen und Sie danach bitten, wirklich das Wort an die Damen zu richten. Sie können mit Ihnen reden, Sie sind offen, Sie freuen sich, mit Ihnen ins Gespräch zu treten. Und ich stelle nun zuerst einmal die Künstlerin vor, Mitra Shamoradi-Strohmeier. Herzlich willkommen, liebe Mitra. Sie ist im Iran geboren und lebt seit 1979 in Wien. Sie hat in Teheran Malerei studiert mit Diplom zum Thema islamische Philosophie in der Malerei und in der Architektur. Sie ist freischaffende Künstlerin und Autorin, sie schreibt auch Gedichte. Sie ist unter anderem Mitglied bei der Internationalen Aktionsgemeinschaft Bildende Künstlerinnen in Takt sowie im Pen Club. Und Sie werden die Kunstwerke sehen, sie hat hinten auch Gedichtbänder. Herzlich willkommen, liebe Mitra. Als nächstes möchte ich Ihnen also Khan Mohammadi vorstellen. Sie ist ebenfalls im Iran geboren, ist seit 2010 in Österreich, 2011 in Österreich. Sie hat auch in Teheran Kunst studiert, Fotografie. Studiert auch momentan an der Universität für angewandte Kunst hier in Wien. Sie hat mehrere Kunstpreise bereits gewonnen. Sie hatte Solo-Ausstellungen im Iran, also in Teheran, in Wien, in Deutschland, Belgien, London und Paris. Sie hat ein paar ihrer Werke am Bildband mitgebracht, den Sie sich danach auch gerne anschauen können. Ich werde ihn dann auch auf dem Büchertisch hinlegen. Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass du da bist. Danke. Last but not least möchte ich auch Lale Monse vorstellen und herzlich willkommen heißen. Sie ist aber 2010 nach Österreich gekommen, hat ebenfalls im Iran Kunst studiert und sie unterrichtet. Es ist wegen der Weiterbildung nach Österreich gekommen, studiert, hat auch an der Angewandten studiert, studiert auch noch an der Universität Wien. Seit 2016 unterrichtet sie am Jugendcollege Kreativität und Gestaltung, wo sie vor allem mit Jugendlichen und jungen Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung arbeitet. Sie hat bereits mehrere Ausstellungen auch im Zusammenhang mit ihrer Arbeit mit dem Jugendcollege organisiert und kuratiert. Die nächste findet, glaube ich, bald statt im Buch. Wann findet sie statt? Der nächste ist im Wien-Museum. Es wird im Jänner sein. Okay, im Jänner im Wien-Museum. Also bitte den Termin vormerken. Herzlich willkommen, liebe Lale. Wir hätten auch Mikrofone, ich weiß nicht, hören Sie uns besser mit Mikrofonen oder geht es ohne? Mit Mikrofon. Lieber mit? Okay. Ihr habt auch alle ein Mikrofon. Was ist von rein? Ja. Ich glaube nicht. Doch. Jetzt gehen, alle sollten funktionieren, wir haben das natürlich getestet. Ja, nun meine erste Frage, also so zu Beginn für unseres Gesprächs, interessiert mich natürlich, liebe Mitra, du bist 79 nach Österreich gekommen,
1979 ist ein, nicht irgendein Datum, es ist das Datum der iranischen Revolution unter anderem. Und es ist, stellt sich natürlich die Frage, wie war die Situation für kunstschaffende Frauen im Iran vor der Revolution? Wie hat sich das deiner Meinung nach verändert? War es in Teheran anders? Und danach würde ich natürlich auch euch bitten, eure Ansicht zu der Situation im Iran heute zum Thema kunstschaffende Frauen. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, danke jedenfalls für die Einladung und für diese Runde. Ich bin so lange weg vom Iran, ich muss immer nachdenken, wie es war, weil es sich auch so viel verändert hat, offenbar. Und ich bin relativ jung weggegangen, das heißt, ich habe mein Studium dort fertig gemacht und dann bin ich weggegangen. Ich war nicht im Geschäft praktisch, ne, wie es tatsächlich dort beruflich noch nicht ganz Fuß gefasst gehabt. Vor der Revolution war natürlich anders, aber ich glaube, das ist für mich, zumindest meiner Betrachtung nach, ist die Kunst und die Künstler gehen ihren Weg. Natürlich die Ereignisse und so eine große Veränderung natürlich in diesem Fall lässt sehr viele Spuren, aber vor der Revolution haben wir andere Probleme gehabt und nach der Revolution wahrscheinlich andere Probleme. Das heißt, in gewisser Weise haben Freiheiten gegeben, und aber dass das auch Zensur gegeben hat und auch in bestimmte Vorteile für bestimmte Menschen gegeben hat, war das natürlich auch dabei. Das heißt, so völlig im Freien und in richtig problemlose Situation haben natürlich die Künstler an sich und auch die Frauen nicht gelebt. Die Frauen waren schon aktiv, aber was ich heute sehe, sind die noch viel mehr in der Gesellschaft, vor allem in der Kunst. Das ist jetzt einmal eine ganz grobe Erzählung von damals, wenn es jetzt einmal deine Frage beantwortet. Vielleicht dieselbe Frage an euch, nicht vor der Revolution, ihr seid beide nach der Revolution erst geboren, also wird es wahrscheinlich schwierig sein, die Situation davor zu beschreiben. Aber was ihr beschreiben könnt, ist natürlich die Situation im Iran heute, so wie ihr es erlebt habt und vielleicht auch im Vergleich zu Österreich. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es eine Kultur- und Kunstszene im Iran? Gibt es Galerien? Gibt es Sammler? Gibt es Förderungen? Was könnt ihr dazu sagen? Was ist eure eigene Erfahrung in dieser Hinsicht? Ja, also von meiner Seite, ich habe 2000 begonnen zu studieren im Iran. Ich bin an der angewandte Kunstuniversität gewesen im Iran und 2000 war Zeit von Khatami und das war so gerade eine Zeit, wo Kultur hat ein bisschen Platz gewonnen. Nach der Zeit von der Revolution, von der ganzen Geschichte, was eine Generation vor uns, also die 70er, erlebt haben, das war so geschlossen und das war alles anders und die waren vor der Revolution da und alles war irgendwie so eng für sie. Für uns war es so normal, also wir sind einfach in dieser Zeit aufgewachsen, zur Schule gegangen, für uns war ganz normal alles. Wir haben das anderes einfach nicht, wir kennen das aus dem Fotoalbum von der Familie, aber mehr nicht. Und dann eben war es so diese Zeit, wo Kultur eigentlich Platz gewonnen hat, wegen Khatami. Und es gab viele Ausstellungen, es gab viele Galerien, aber Kunstmarkt war nicht so groß. Also man sagt das auch sehr oft über Iran, es gibt viele Künstler, aber es gibt nicht so eine richtige Kunstmarkt. Deswegen die Jugendlichen, die einfach studieren, sehen sich halt eher mehr so als im Trainingbereich, weil sie einfach nicht mit ihrer Kunst weiterkommen können. Und von Establishment bekommt man einfach nicht so viele Forderungen wie in Österreich. In Österreich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, dass man eine Forderung bekommt für ein Projekt. Und das ist halt ein großer Unterschied zu was ich im Iran erlebt habe. Ich glaube, das ist der größte Ding, was mir schnell einfällt, wie es war und wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, was die Asa meint. Ich bin gespannt, was sie meint.
Okay, ich versuche ein bisschen. Ich bin Fotograf, also nach der Revolution oder genau 1979. Vielleicht etwas, ich möchte nur als so Kunst und Fotografin sagen, nicht das meine persönliche Meinung, aber in dieser Zeit alle Fotografen, die Fotoagenturen, alle nach dem Geiselnahme von amerikanischer Botschaft sind alle rausgegangen. Obwohl in Iran eine Revolution so viele Demonstrationen in der Straße war, war keine wirklich westliche Fotografen oder Journalisten, sind alle weggelaufen von Iran, weil das war so gefährlich. Und das hat wirklich sehr geholfen, dass die Fotografen, Fotojournalisten und Dokumentarfotografen sich sehr gut entwickeln, weil das war der einzige Weg, dass das westliche Land ein Bild von Iran bekommt. Und danach hatten wir auch dann 8 Jahre Krieg. Die waren viele Fotografen im Krieg, die haben die Soldaten begleitet. Viele Filmdokumentare, wir haben viele dokumentarische Filme, die sind sehr gut von Zeit von Krieg, 8 Jahre. Und nach dem Krieg, diese Fotografen haben ihre Markt irgendwie verloren. Und deswegen, sie haben angefangen, mehr in Kunstrichtung gehen. Und dann, wir konnten auch in 2 Universitäten Fotografie als ein Hauptfach haben. Und das hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Wir haben wirklich viele starke Fotografen in Iran, die in 1979 Iran konnte Polizeiarbeit, Polizeiarbeit auf Deutsch, keine Ahnung, Preis gewonnen, aber die Fotografer Anonymous, er hatte Angst, seinen Namen unter den Fotos schreiben. So in 2006, er konnte fast nach 20 Jahren seine Preis überhaupt bekommen und offiziell sagen, ja, ich war der Fotografer. So, und 2004, wenn ich in Teheran angefangen Fotografie studieren, ich war ein Provinzmädchen. Für mich war wirklich ganz neue Welt. Als Studentin, wir waren jede Wochenende alle Ausstellungseröffnungen. Die Kunstgeschäft war faszinierend. Jede Eröffnung, wir hatten so Nachmittag, Eröffnung war. Wir kommen rein, wir waren die erste Studentin neugierig und dann wir sehen diese rote Punkte, 4 Reduktion verkauft und so. Wer hat das gekauft? Wir sind die erste, das reingekommen und es sind viele Galeristen im Museum, dass die Leute dort schicken aus Europa und Amerika und die kaufen die Fotos, unfassbar, und, oder Kunststücke. Und das hat wirklich sehr große Geschäft. Und, so ein großer Trend, dass die sehr starke Richtung auch gibt so junge Künstler. So, meistens gesehen, welche Arbeiten gut verkauft und die haben auch in diese Richtung gearbeitet. Auch, aber waren eine Gruppe, so wie ich, das kritisch war immer, dass wir mussten unsere Autonomie halten und arbeiten, wie das wirklich eine Künstler arbeitet. Stichwort Autonomie, du hast das gesagt, inwiefern würdet ihr sagen, ist das, war es möglich im Iran oder ist das auch vielleicht im Vergleich zu Österreich, ihr lebt jetzt ja alle in Österreich, wie sieht das aus mit der Autonomie als Künstlerin in Österreich? Ist das möglich, ist das gut möglich, spielt die Herkunft eine Rolle, spielt sie keine Rolle, spielt es eine Rolle, dass ihr Frauen seid, spielt es eher eine untergeordnete Rolle, was für Erfahrungen hast du gemacht, Mitra, diesbezüglich? Ja, Autonomie kann man natürlich selber bewahren, aber wenn man als Künstler ist, als Berufskünstler ist, es ist natürlich kein leichter Job. Und als Frau, glaube ich, zumindest auch für Österreicherinnen, aber auch für uns als
von anderer Kultur gekommene, war sicher nicht leicht. Es ist bestimmt nicht so leicht. Kommt darauf an natürlich. Es ist auch im eigenen Land wahrscheinlich nicht so leicht. Aber es kann auch wieder anders laufen. Das ist sehr individuell, glaube ich. Und je nachdem, das hat mit vielen Dingen zu tun. Natürlich, hier hat man andere Freiheiten, die man vielleicht dort nicht hat als Frau. Aber dafür hat man hier andere Schwierigkeiten, die man dort nicht hat. Das sind immer sehr relativ, alle diese Ebenen. Für mich zumindest, das ist meine Erfahrung in meine eigene berufliche Laufbahn hier in dieser Allianz in Wien. Was meinst du, Lale? Ja, also ich denke mir so, was mit Strategien, wie man hier ankommt, als jemand, als eine andere Kultur, mit anderen Dingen. Also es gibt so diese Beschreibung, dass es gibt so eine globale Art Language, ja. Wenn die Künstler das beherrscht, dann kann er gut ankommen in diese Gesellschaft in Europa, kann er in Kunstmarkt sich herzeigen. Aber die, die Erfolg bekommen, sind diejenigen, die eigentlich etwas Lokales mitnehmen und mit dieser Sprache vermitteln. Und ich habe das Gefühl, alles, was ich sehe, wenn solche Elemente als deine Kultur in deine Kunstwerke sind, dann bringst du das hierher, versuchst das zu anpassen zu dieser Sprache, machen, dann schaffst du so gewisse Erfolg hier. Eine die erste ist diese, diese bekannte Malerin Monir Farman-Farmayan, und sie war die erste, die eigentlich mit so einem lokalen Thema angefangen hat. Sie hat so diese Spiegel genommen, also im Iran gibt es sehr viele Arbeiten mit den Spiegeln. Die zerstochen diese Spiegel und die arbeiten damit. Und sie hat etwas Moderneres damit gemacht. Und also man kann halt nachschauen, ich kann nur empfehlen, dass ihr das googelt. Und dann seht ihr das einfach, wie sie einfach mit so einer Tradition aus dem Iran rausgekommen, die Technik ist da. Und sie hat das einfach mitgenommen und hier einfach vermittelt. Und nach jahrelang ist sie auch wieder zurückgegangen in Iran. Ich glaube, in Khatami-Zeit hat sie auch wieder geschafft, in eine Ausstellung in Contemporary Museum in Teheran auch auszustellen. Und ich glaube, das ist halt etwas, das man hier nicht berücksichtigen muss. Wie kommt eine Künstler oder Künstlerin hier in Europa zu Erfolg? Ja. Was sind deine Erfahrungen dazu? So, ich war aktiv in Iran als Künstlerin und was ich gesehen habe, war total anders, wenn ich 2009 in meiner ersten Solo-Ausstellung in Deutschland Karlsruhe Museum hatte, weil das war die ganze Stadt, das war 1100 Nächte, das war so ein großer Kunstangebot, die alle Galerien, Museum, nur iranische Kunst vorgestellt. Und das erste Mal, dass ich in Europa gekommen und mit alle postmodernen und modernen Kunst in der Universität, ich komme raus und für mich war ein großer Schock, dass die gewisse Auswahl von Kunst aus dem Iran rauskommt, die gewisse Bild in Kinoindustrie, auch in bildende Kunst, das sehr exotisch und das haben sie, das, die erste iranische Künstlerin nach der Revolution war Shirin Neshat. Sie hat angefangen mit diesem Thema Chadur. Chadur, diese schwarze, lange, keine Ahnung, Schleier. Und dann persische Kalligrafie. Und sie hat wirklich Boom gemacht in Kunst in Amerika und Europa. Und das ist, es ist nicht noch los. So, es ist wirklich so ein Icon geworden. Und in 2009, dass ich dort war, da war ich wirklich schockiert, dass ich gesehen habe, jede Fotoausstellung oder Malerei, da gibt es nur diese gewisse Chadur-Kopftuch und diese exotische Kunst.
Das war nicht die Kunst, die ich in Iran mit meinen Professoren und den jungen Künstlern erlebt hatte. Und dann war ich in Iran und ich habe dann mit Professoren und den Kritikern geredet, das müssen wir ändern. Das ist wirklich gewisse Arbeiten, dass sie rausgehen und ein gewisses Bild von Iran präsentieren. Und seitdem, dass ich hier gekommen, weil ich möchte, dass von diesem Exotismus und diesen gewissen Erwartungen weglaufen. So, ich habe gedacht, ich komme in Europa, ich arbeite hier als Künstler. Aber alle meine Kuratoren in Deutschland oder in Belgien oder London, die erwarten noch von mir die Fotos, diese exotischen Fotos von Iran. Diese geschlossene Land, dass niemand kann reingehen und dass diese Bilder, sie brauchen diese Bilder. Egal ob ich in Wien zum Beispiel über die Gewalt gegen Frauen eine Fotoserie mache, die interessieren sich nicht. Sie fragen immer nach meinen Arbeiten, die ich in Iran gemacht habe. Ist das für dich auch so, Mitra, dass du das Gefühl hast, dass deine Kunst auch in Österreich immer mit deiner Herkunft in Verbindung gebracht wird, dass du nicht quasi als autonome Frau, Österreicher, Iranerin, egal, einfach deine Kunst machst, sondern dass die Leute erwarten, dass es auch iranisch ist quasi? Ja, das stimmt schon. Das heißt, das, was die beiden Damen mit ihren Erfahrungen reden, ist auch richtig, weil, also ich kann das bestätigen, es gibt eine gewisse Vorbild oder Vorurteil, besser gesagt, oder ein Bild, was die Leute sehen wollen. Und es gibt auch bestimmte Dinge, so wie diese Beispiele, die die beide gesagt haben, diese zwei Künstlerinnen, die sind bestimmt gut, aber die haben auch quasi das gefunden, was gerade gut ankommt, weil die Erwartung von westlicher Seite auch so ist, zum Beispiel. Und das ist natürlich eine Gefahr. Entweder falle ich in diese Gefahr oder bleibe ich insofern autonom, dass ich authentisch bleibe und mache das, was ich für richtig halte. Und viele, viele Künstler natürlich fallen hinein, auch in eigenen Kultur. Das kann man natürlich auch über iranische Kunst nach der Revolution sagen, wie die dann in erster Periode, erste Jahren, diese revolutionäre so stark war. Dann hat Krieg begonnen, haben viele, viele Künstler Kriegbilder gemalt, was sie heute sich davon distanzieren, aber in der Zeit war gerade das, was gerade richtig war, auch wenn sie das ehrlich getan haben, hat auch gut angekommen, ist auch gut angekommen. Und für uns außerhalb von unserer Kultur, gerade ein Land wie Iran, wo man so in der Öffentlichkeit bestimmte Bilder nur kennt, vom Frau vom Iran bestimmte Bilder nur erwartet, da kommt sehr viel diese Erwartungen. Das ist richtig, nur muss man halt selber wissen, was man selber geben will. Ja, wenn man sich hier ein bisschen umschaut, ich weiß, du hast auch ganz viele ganz andere Bilder, aber man hat schon das Gefühl, man sieht ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem Hintergrund, mit deinem kulturellen Hintergrund, mit deinem, es sind die Zeichen, es sind viel Ornamente, es ist teilweise Schrift dabei. Das ist ja auch, das gehört ja auch dazu. Man ist ja auch als Person, wächst man ja auch hinein, man wächst dort auf, man verbindet ja auch Sachen. Daran ist ja nichts Negatives zu sehen, aber würdest du sagen, dass das einen großen Einfluss auf dich hat, deine Kultur, dein Hintergrund als im Iran geborene Frau oder nicht? Es ist insofern wichtig, wenn es da ist. Wenn ich es spiele, ist das uninteressant. Und darum geht das. Das ist genau das, was die Leute auch vielleicht hineinfallen, das, was ich vorher gesagt habe. Das heißt, wenn ich das gebe, was von mir erwartet wird, es ist ganz was anderes, als wenn ich das tue, was in mir ist. Vielleicht ist das in mir, diese Kultur oder diese ganze iranische Hintergrund, vielleicht auch nicht. Ich muss es nicht mit dabei haben. Das ist das Wichtigste für einen Künstler. Autonom bleiben heißt für mich, authentisch bleiben, ehrlich bleiben, mit sich bleiben. Und wenn ich mit mir bin als Künstler, Künstlerin,
dann kommt das sowieso heraus, was ich bin. Ob jetzt den Menschen gefällt oder die Sammler gefällt oder die Museen anspricht, das ist dann wieder eine andere Sache. Ich wollte auch was dazu ergänzen, was wir auch gesagt haben über Shirin Neshat, hat die auch so gemeint. Die Sache auch ist die, als die angefangen hat mit dieser ganzen Chador-Art, was sie halt die auch so bezeichnet hat. Das auch in Wikipedia, ja, Chador-Art zu können, das war so lustig. Ja, das kann man halt nachschauen. Aber diese Chador-Art, wenn sie damit angefangen hat, das war noch kein Trend. Ja, aber dann, also wir halt sagen, in zeitgenössischer Kunst, du musst eigentlich das Geld folgen. Und dann weißt du, okay, woher kommt das? Und warum bleibt das einfach? Ja, und ich denke mir auch so, wenn sie dabei geblieben ist, obwohl es so viele große Änderungen im Iran schon gegeben hat, dann hinterfrage ich noch einmal so, okay, warum bist du eigentlich dabei geblieben? Dieses Bild, das du von Iran jetzt präsentiert hast, hat nichts mit Iran zu tun. Und da bin ich einfach geärgert. Aber zum Beispiel so eine Erfahrung, was Marjane Satrapi in ihr Komik einfach darstellt. Das ist für mich eine authentische, wie du das sagst, das ist so einfach eine authentische Darstellung von der Erfahrung von dieser Zeit, von der Revolution. Und das ist sehr gut für mich nachvollziehbar. Diese Emanzipation, dass man fühlt einfach, wenn das erste Mal nach Europa kommt, sagt, ach ja, das ist schon vorbei. Und dieses Gefühl, das du in dir drinnen hast, das kann sein, dass viele Sachen, die du machen möchtest, das kann sein, dass du das machen kannst. Aber du weißt, in deinem Kopf ist so, naja, das kann ich eh sowieso nicht machen. Dann lass du das einfach auf die Seite. So, das passiert in mir als Künstlerin erst. Und dann gehst du raus mit deinem Kunst. Und das ist halt, was hier überhaupt kein Ding ist. Ich mache einfach, wie ich will. Das ist halt der große Unterschied, denke ich mir. Vielen Dank. Also vielleicht für dich auch. Du hast ja bereits im Iran Fotoserien schon gemacht und setzt dich sehr viel auch mit den Rändern der iranischen Gesellschaft auseinander. Du hast eine Fotoserie zu Transsexualität im Iran gemacht. Aber auch von Frauenverbrennungen hast du, glaube ich, Schauplätze fotografiert. Aber auch in Österreich hast du, vielleicht kannst du das da kurz erwähnen, dein Projekt in Österreich auch mit den nachgestellten Szenen von ermordeten Frauen in Österreich. Das ist ja eher etwas anderes. Wie ist es dir dabei ergangen im Iran und in Österreich? Was möchtest du damit ausdrücken? Okay, ich möchte, dass ich wohne jetzt in dieser, ich lebe in dieser Gesellschaft und ich sehe auch, hier in Österreich gibt es Gewalt gegen Frauen und das niemand wirklich sich sehr interessiert, aber es ist immer mein Thema und in Iran, weil ich, das hatte ich ein Gefühl, dass ich eine Stimme bin von dieser Minderheit und ich habe versucht, wirklich sie in meiner Arbeit zu zeigen. Und wenn ich hier gekommen bin, das hatte ich dieses Gefühl, dass diese Opferrolle oder diese Gewalt gegen Frauen gibt es überall und das war für mich sehr schmerzhaft, auch aber interessant, dass man muss darüber reden. So, ich habe angefangen, die Akte im Polizeiarchiv, das war nicht einfach, mit Polizisten arbeiten, als ein Ausländerin, weil ich, also mein Deutsch war schlimmer als jetzt. So, ich habe dann ein Jahr recherchiert und ich habe alle Mordfälle, dass die über die Frauen hier in Wien in 80er Jahre bis 1980, bis 1989 ermordet wurden, recherchieren, die Mordfälle rausbringen, das war mit Männergewalt von Ex-Partner oder Ehemann oder so. Und das war für mich interessant, dass hier niemand interessiert sich, das ist so irgendwie, obwohl das war so für mich so super großartige Arbeit, weil ich habe alle Akte nachgesucht, ich habe alle echte Tatorte in Wien gefunden und ich habe versucht, sie nachinspirieren.
Aber ich sehe, dass die Erwartungen, die Kuratoren sondern fragen nach den Arbeiten von Iran, dass die Frauen hier, ja, das ist nicht wichtig, es ist nicht so exotisch genug, dass wir eine Ausstellung machen. Aber ich hatte vor zwei Jahren in Freiburg hatte ich eine Ausstellung, ich konnte das erste Mal offiziell ausstellen. Die sind viele Frauen zu mir gekommen, deutsche Frauen, und die haben angefangen über ihre Erlebnisse und dass die vergewaltigt wurden oder die waren Opfer von Gewalt. Die haben angefangen mit mir darüber reden. Das hatte ich jetzt auch Gänsehaut bekommen, weil ich habe dann dieses Gefühl gehabt, dass ich wirklich einen Kontakt mit meinen Zuschauern bekomme, dass die auch das wissen, dass man muss darüber reden, man muss das nicht, weil jeder Land möchte sich verschönern und hier ist alles gut und die anderen Länder ist nicht gut. Und für mich war es interessant, dass ich viele Frauen gesehen habe, dass die hatten diese Mitgefühl gehabt und dass meine Arbeiten konnten mit die so einen Kontakt verbringen, bekommen oder so, ja. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage und auch beinahe vorletzte ist eigentlich, es geht darum, dass wir Frauen sind, auch ich, es geht um Diskriminierung, nicht nur im Iran, sondern vielleicht auch hier in Österreich. Es interessiert mich natürlich, was für Erfahrungen habt ihr gemacht als Frau im Iran, als Künstlerin, als quasi kunstschaffende Frauen? Hat man mit Diskriminierung zu kämpfen? Ist das in Österreich schlimmer, besser als im Iran? Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Oder was sind da die großen Herausforderungen, beziehungsweise was könnte da noch getan werden in Richtung zunehmender Emanzipation, auch im Kunstbereich, auch in Österreich? Was würdest du sagen, Mitra? Wie ist deine Erfahrung diesbezüglich? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Welt weiterhin ein Männerverein ist. Das ist uns alle bekannt. Und dass die Frauen auch nicht gleichberechtigt sind in ganzer Welt, glaube ich, ist tatsächlich so. Auch was die Asu jetzt erzählt hat über Gewalt. Also Frauen sind in bestimmten Punkten ganz gleichgestellt, was Gewalt, was Probleme, was auch finanzielle Nichtgleichberechtigung. Ich glaube, ich kann nicht über alle Länder, auch nicht einmal über Iran, heute über Iran ganz genau sprechen, aber es gibt ohne Zweifel Probleme jedenfalls, was nicht Gleichberechtigung herrscht. Ich glaube aber, es gibt bestimmte Dinge sind in verschiedenen Kulturen unterschiedlich. In manchen Kulturen sind manche Dinge stärker, manche Dinge weniger stark. Also was mich zum Beispiel überrascht, ist, dass ich mitbekommen habe, dass in Iran zum Beispiel die Frauen sehr wohl in höhere Positionen kommen. Die sind, so viel ich erfahren habe, überhaupt als Universitätsprofessoren zum Beispiel, die Quote ist viel größer als in Österreich. Und die sind in bestimmte Bereiche oder überhaupt nicht gestoppt geworden sind. Wenn jemand studieren wollte, hat studieren dürfen, hat auch arbeiten dürfen. Aber es gibt ganz andere Probleme, was auch natürlich zu diese Erfolg oder Karriere natürlich hindern kann. In Österreich habe ich ganz andere Erfahrungen wieder gemacht, selber oder gesehen auch, was die Frauen vielleicht in andere Weise, nicht nach außen so stark unterdrückt aussehen, aber in andere Weise unterdrückt sind oder benachteiligt werden. Also das ist jetzt eine ganz allgemeine Antwort, auch persönlich, aber auch sehr bereitgestellt, also gesehen, aber so ist bis heute meine eigene Erfahrung. Ja, was ich denke, dass es auch so ganz wichtig ist, ist die Genderpolitik. Also im Iran ist eine ganz andere Geschichte, also die systematisierte Politik ist halt so, dass die Frauen die können nicht gleiche Chancen wie Männer haben. Das ist einfach gesetzt. Ja, wenn eine Frau stirbt,
also getötet wird, bekommt halb so viel Geld, als ein Mann stirbt. Das ist einfach, das ist eine systematisierte Diskriminierung gegen Frauen. Ja, und das gibt es einfach nicht in Österreich. Natürlich, es gibt viele Benachteiligungen, viele Probleme in Österreich auch. Wir sehen das auch in jungen Frauen, wie sie im Arbeitsmarkt kommen. Ich sehe schon unter meinen Freunden, wie sie kämpfen, damit sie weiterkommen können. Aber zum Beispiel, ich komme aus dem Sozialbereich und im Sozialbereich gibt es sehr viele Frauen an Machtpositionen. Und ich kann nicht so leicht Simplifikationen machen und sagen, okay, ich sehe das schon so in Österreich, meine Erfahrung ist so eine begrenzte Erfahrung in Österreich in bestimmten Bereichen. Ich kann nicht sagen, wie das ich allgemein in Österreich sehe. Ich kann nur sagen, im Bereich, wo ich war nicht systematisiert diskriminiert. Aber im Iran schon. Oft. Und das ist halt ein großer Unterschied für mich gewesen. Ja. Ja, fast gleiche Meinung wie du, aber so in Iran, ich habe dann Dokumentarfotografie gemacht und so fast Fotojournalismus. Auch in Wien habe ich gesehen, das ist wirklich ein männlicher Bereich. Die Männer möchten nicht, dass so eine kleine Mädchen kommt und dann möchte fotografiert. Und ich habe oft in Iran gehört, ja, geh in Küche, misch dich nicht rein, bla bla. Aber ich habe wirklich 8 Jahre in Teheran zwischen die Profis gekämpft. Und erst habe ich diese Bestätigung oder ein bisschen Respekt bekommen, wenn ich in Deutschland war und dann zurück, dann sie hatten Respekt vor mich, die Männer, die Fotografen. Und das war so für mich, wow, muss ein europäisches Land mich bestätigen oder meine Arbeiten schätzen dann, weil oft Meinung ist, dass ja, du studierst und dann heiratest du und Kinder und die Frauen sind nicht so ernst in Karriere oder so. Und du musst wirklich doppelte oder dreifache von einem Mann arbeiten, dass du wirklich dich, das Wort, dass du sagst, dass ich auch eine Fotografin bin. Das war wirklich sehr, sehr hart. Und die Fotoserie über Homosexuelle und Transsexuelle, dass ich in Iran 4 Jahre gemacht habe, war sehr schwer für mich, weil wir haben in Iran vielleicht vor 14 Jahren, das war seit 3 Frauen, dass sie Dokumentarfotografien haben. Und ich war eine davon und das war echt hart, weil in der Universität hat niemand mit mir geredet, die hatten alle Angst vor mir. Die haben mich als eine gefährliche Mensch betrachtet, weil ich gehe jeden Abend mit Homosexuellen und Transsexuellen in der Straße und fotografiere sie. So, die haben einen gewissen Abstand von mir genommen, weil ich war nicht in diese Klischee von Frau, diese brave Mädchen, das sie studiert und dann heiratet und Kinder, sondern ich war ein bisschen Rebell und wilder. Und wenn ich hier gekommen bin und dann auch alleine als Studentin in Teheran, das war sehr, sehr hart. Das allein ohne Ehemann oder Vater oder Eltern in Teheran wohnen, war sehr, sehr hart für mich als eine Frau. Hier in Österreich, ich fühle mich nicht so, oder Deutschland, wenn ich gehe, ich fühle mich nicht so als Frau diskriminiert, aber als scheiß Ausländerin. Wirklich, das ist sehr stark und ich fühle es jeden Tag in Universität, im Supermarkt, in U-Bahn, dass die Erwartung ist, allgemeine Erwartung, wenn ich mit Dokumentarfotografie, ich rede mit Leuten in der Straße, in Bar und ist mein Job und man bekommt dieses Gefühl, dass die erwarten von dir höchstens, dass du eine Putzfrau bist, dass du überhaupt super Deutsch kannst, aber ich bin nicht so begeistert mit meinem Deutsch, aber sie denken, aber wir kennen viele Ausländerinnen, dass die können kein Deutsch, ja, aber ich bin nicht dort, so. Oder sie sind so überfordert, dass ich in der Universität der Stadt die Toilette putze und studiere. Oder sie fragen, ob wir überhaupt in Iran Universitäten haben oder Kamera, dass ich überhaupt einen Bachelor habe. So, ich fühle mich hier wirklich als Ausländerin des Kindes. Ja, das. Ja,
Ja, liebe Lade, du arbeitest ja, das ist ja fast ein Stichwort für dich, du arbeitest ja mit Jugendlichen aus dem Flucht- und Migrationsbereich und wir hatten natürlich, das ist auch kein Geheimnis, einen Regierungswechsel, die diese Thematik natürlich sehr, sehr stark auch forcieren. Und wie gehst du damit um oder wie siehst du das oder wie läuft das bei euch im Sozialbereich? Kannst du das bestätigen oder sagst du, es ist alles gar nicht ganz so schlimm, wie es scheint zu sein? Es ist so schlimm, wie es scheint zu sein, finde ich. Also ich finde, derzeit ist wirklich schwierig. Wir bekommen Kürzungen ohne Ende im sozialen Bereich. Also unsere Fach wird bald gestrichen. Also es wird nicht mehr Kreativität und Gestaltung die geflüchtete Jugendliche geben. Also dieses Projekt, wo ich drinnen arbeite, bleibt bis Juni 2019 und dann wird einfach weg sein, wird einfach zu einem normalen AMS-Projekt werden, wo sie Deutsch, Mathe, Englisch lernen, damit sie weiterkommen mit ihr PSA. Also diese Erwartung, dass man die halt, jetzt reden wir über Frauen, also dass wir diese, wir haben so Raum geschafft, wir haben so geschlechtgetrennte Gruppe geschafft, damit die Frauen einfach sich wohlfühlen unter uns Frauen und malen, zeichnen und sich ausdrücken. Und wegen dieser Kürzungen bekommen wir einfach keinen Platz mehr, diese Sachen machen, das wir sehr gerne gemacht haben. Und ja, ich finde das wirklich, wirklich problematisch, heute in Österreich im Sozialbereich zu sein. Ja. Genau, viele dieser Jugendlichen und Kinder haben natürlich auch dementsprechend Traumata und Kunst ist auch eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, um das auch zu verarbeiten, also um damit umzugehen. Wir hoffen, dass das nicht der Fall sein wird, dass das Projekt eingestampft wird. Ich sehe den Mehrwert jedenfalls auch. Meine doch noch vorletzte Frage ist zum Thema Kunst und Politik. Es ist wirklich eine sehr persönliche Frage. Soll eurer Meinung nach, ihr könnt das antworten, wie ihr wollt, soll Kunst mit Politik einhergehen? Soll Kunst politisch sein? Wenn ja, gibt es Grenzen oder gibt es keine Grenzen? Oder soll Kunst einfach nur ästhetisch sein? Das hat ja auch beides seine Berechtigung. Aber wie siehst du das, liebe Mitra, als Künstlerin? Findest du, Kunst soll politisch sein? Ja, nein, inwiefern? Deine Frage, soll Kunst politisch sein oder ästhetisch sein? Ich sehe keinen Widerspruch mit den beiden. Ich glaube aber, das ist im Prinzip eine persönliche Entscheidung. Ich kann nicht sagen, es muss so sein. Ich kann nur sagen, bin ich als Künstlerin so oder nicht? Es kann auch sein, dass in einer Gesellschaft die Notwendigkeit einfach da ist. Und in anderen Gesellschaften haben die Künstler diese Notwendigkeit nicht. Das sind auch verschiedene Zeiten. Wenn ich jetzt über unsere Zeit im Iran zurückdenke, das war vor der Revolution, natürlich waren wir alle in solcher Gesellschaft, sind wir alle an die gesellschaftliche Entwicklung interessiert gewesen. Und wir haben alle auch in unserer Kunst das irgendwo direkt oder indirekt, ganze die gute Filme, gute Theaterstücke, alle diese Dinge auch in der Malerei, die waren schon natürlich, die haben die Revolution nicht gemacht, aber ein bisschen unterstützt oder nicht direkt. Das heißt, die Kunst hat die Menschen natürlich geführt, die Gesellschaft geführt. Und das ist auch die Aufgabe vielleicht von der Kunst. Aber ich kann das nicht bestimmen. Wenn ein Künstler das nicht will, ist auch okay. Ich finde es nicht unbedingt jetzt sein muss. Und nach der Revolution zum Beispiel waren die am Anfang, habe ich vorher auch kurz erwähnt, waren natürlich die Künstler auch nicht unbedingt vielleicht von dem System gefördert oder bestellt. Aber das war in sie drinnen, wenn sie zum Beispiel die jungen Männer, die im Krieg waren, haben sie dann vielleicht in diese Richtung auch gemalt. Jetzt ist wieder anders. Jetzt interessiert sich niemand dafür. Die nächste Generationen sind wieder anders. Auch die älteren Künstler sind wieder anders geworden, als damals in dieser Zeit waren.
es hat wirklich mit Zeitgeist auch zu tun und auch, wie gesagt, eine eigene Entscheidung, wie man das macht. Und politisch ist nicht jetzt noch dazu gesagt, ist politische Künstler zu sein, ist nicht unbedingt plakativ Tagespolitik zu zeigen. Es kann sehr tiefgehend Punkte ansprechen, die auf jeden Fall in einer Gesellschaft politisch sind, aber vielleicht nicht so direkt. Genau, vielen Dank. Politisch muss ja nicht oppositionell auch heißen per se. Dieselbe Frage an dich, Lale. Was denkst du, Kunst und Politik, gibt es Grenzen? Was glaubst du? Also ich glaube, wenn man sagt, dass ich nehme keine politische Stellung an, dann hat man schon eine Stellungnahme gemacht. Das heißt, ich interessiere mich nicht einfach für diese Sache. Und ich denke gleichzeitig, dass es ein sehr, sehr breites Spektrum ist. Ich denke mir, es heißt nicht so, dass ich morgen malen muss, wie der Sebastian Kurz das und jenes gemacht hat oder was der Kickel gesagt hat in meiner Kunst, damit ich politisch bin in meinem Kunst. Ich denke, das geht eher mehr so um diese menschliche und Mitfühlen einfach. Als Künstler denke ich mir, es ist viel wichtiger, dass man so einfach dieses Mitgefühl für die Gesellschaft, für was passiert um mich herum zu haben. Und ich kann mir einfach nicht ohne das vorstellen. Ich kann es mal aber auch so in einem Land wie im Iran sehr gut verstehen und vorstellen, weil es gibt so viel Zensur, es gibt so viele Konsequenzen für was du sagst. Deswegen gibt es so Neigungen zu dekorativer Kunst. Ja, und das ist halt so, wo du abweichst, von was von dir erwartet wird. Und das finde ich auch ganz interessant, weil sieht man einfach Phasen, wo einfach dekorative Kunst ganz groß wird. Wenn, oder in Literatur wird alles unter Metaphern sein. Einfach, es gibt so viele Metaphern, in persischer Literatur gibt es auch. Und ich glaube, das ist auch, was man auch als so eine Stellungnahme einfach betrachten kann. Vielen Dank. Also, was meinst du dazu? Ja, in Iran, was du machst, ist politisch. Das ist so, dass ich, wenn ich angefangen fotografieren, ich hatte wirklich kein Interesse an Politik, aber zum Beispiel, wenn ich den Tag Sexuelle und Sexuelle fotografiert habe und so, da war dann Ahmadinejad in UNO und dann hat er gesagt, wir haben keine Homosexuelle in Iran. Und dann hatte ich von BBC und so alles angerufen, ja, wir möchten deine Fotos und so. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, die brauchen meine Fotos, was soll ich machen? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, du, es ist gut, wenn du im Gefängnis auch ein Erlebnis hast, und das hilft dir deinem. Und dann sagt, okay. So, ich hatte wirklich Angst gehabt und ich habe schon ein paar Jahre dann gewartet, dass ich wirklich ein bisschen alles runtergeht, dass ich... Weil er sagt, dass wir haben keine und dann ich habe diese Fotos, ja wir haben. So, oder die Frauen, dass sie haben sich verbrennt, das war auch so wirklich wieder politisch geworden, obwohl ich möchte nur wirklich über diese Frauen, dass die leiden und keine Unterstützung bekommen in dieser Gänse von Iran und Irak und die verbrennen sich nur wegen, dass sie vielleicht eine Affäre haben oder nur vielleicht mit den Jungen von Nachbarn gelacht haben oder was auch immer. So, keine Ahnung, dass von in Iran gibt es, glaube ich, nicht so bestimmte Gänse. Ob die Künstler möchte oder nicht, es wird politisch. Und die erste 15 Jahre, 10 Jahre nach der Revolution muss ich auch sagen, dass genau wie DDR oder wie hier in Deutschland und Österreich in Hitlerzeit, die Kunst, die haben das Kunst sehr politisch benutzt und Plakate und islamische Themen und dann auf den Wänden groß. Schwester, deine Kopftuch ist wichtig, dass wenn du Kopftuch trägst, das ist wie ein Kampf und so, ja. Und das hatten wir und die haben wirklich viel Forderungen bekommen. So. Aber jetzt in Österreich, glaube ich, es ist nicht, ich habe das Gefühl, dass es nicht so echt stark ist. Das ist Politik, wenn du zum Beispiel kritisiert Frauensituation, es wird nicht politisch, aber in Iran sicher, es wird politisch.
Selbstverständlich. Ergänzen. In dem, es ist für mich sehr interessant zu hören, weil die zwei natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht haben in Iran, das ist ganz klar. Nur was in solchen Ländern zum Beispiel, solche Gesellschaft passiert, ist sehr interessant zu betrachten, zu beobachten einfach, was ich außerhalb vom Iran dann gesehen habe, zum Beispiel Filme, die nach außen gekommen sind und wir gesehen haben, aber auch die in verschiedene Richtungen, Kunstrichtungen. In solche Gesellschaft, wo direkte Zensur gibt, die Künstler zensurieren sich selbst, weil sie wissen, sonst wird Gefahr. Und damit aber, ich befürworte nicht Zensur, aber dadurch haben sie eine eigenen Weg gefunden und die haben dann so interessante, also die, so kreativ die ihre Aussagen in eine Form herausgegeben bis jetzt, die nicht zu erwischen sind, aber doch gesagt haben, was sie sagen wollen. Und das finde ich auch ganz, ganz interessant. Das ist natürlich etwas, was nicht, dass ich jetzt sage, fein, dass es so ist, natürlich, sie sind unterdrückt, aber die haben dann dafür Wege gefunden. Und das ist aber nicht von heute, das hat immer gegeben. Auch wenn man in klassische Poesie liest, die vor wie viele hundert Jahren sind, das ist genauso. Und wir sind damit auch ein bisschen Tradition in unserer Kultur wahrscheinlich. Unbewusst auch vielleicht. Und das natürlich ist auch ein wichtiger Punkt, was man beachten kann. So diese kreative Umgänge einfach mit dem Thema muss ich auch so ein Beispiel erzählen. Vielleicht, wenn man so allgemein erzählt, kann man kaum vorstellen, was das ist. Aber ich muss an eine Ausstellung von Nyusha Tavakolian denken. Sie hat sich auseinandergesetzt mit dem Thema Frauen, die singen. Im Iran dürfen die Frauen von Männern nicht singen. Die dürfen singen nur für Frauen. Also es gibt so einfach keine Veranstaltung, wo eine Frau vorne kommt und singt. In Gruppen schon, gemeinsam mit Männern schon, aber alleine können sie das nicht machen. Und sie hat sich mit vier verschiedenen, glaube ich, oder? War das einfach vier? Weißt du, welche Ausstellung die ich meine? Ja, ja. Und die, auf jeden Fall, die waren so vier verschiedene Sängerinnen und sie hat denen fotografiert und dann hat sie eine CD-Cover für sie gemacht und die hat es publiziert und wenn du das aufgemacht hast, drinnen war keine CD und sie hat das in ihr Vernissage weitergegeben und sie hat gesagt, ich möchte damit Abwesenheit von Frauenstimme zu meinem Publikum mitgeben. Und das ist halt diese kreative Geschichte, was die Mitra sagt, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber trotzdem bringst du das ins Licht und zeigst du das her. Also es gibt Wege, die Zensur zu umgehen, du hast es auch vorhin schon erwähnt, auch mit Metaphern, man kann mit Metaphern arbeiten, dadurch die Zensur umgehen. Ist sehr spannend, Kunst muss nicht unbedingt politisch sein, es ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Kunst kann auch nicht politisch gemeint sein und politisch werden. Also das sind schon sehr spannende Ausgangspunkte. Ich glaube, wir können damit auch schon ins Publikum gehen und ich würde Sie bitten, vielleicht haben Sie Fragen an eine der Künstlerinnen oder an alle dreien, Anmerkungen, Anregungen. Bitte heben Sie nur kurz die Hand, ich gebe Ihnen ein Mikrofon und die Damen sind sicher erpicht darauf, Ihnen zu antworten. Ich freue mich, die drei Künstlerinnen da hören von Ihnen, die ihre Erfahrung in Kunst. Ich wollte nur sagen, also der Unterschied zwischen Propagandakunst und Kunst ist eine große Spalt, weil ich komme auch aus dem Irak und ich habe das
genau erlebt der Krieg, Zeit und Diktatur, wo der Kunst hat nicht mehr Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, sondern der Kunst wird ausgenutzt als Propagandahandwerk für politische Zwecke. Vor der Khomeini-Zeit, in Khomeini-Zeit und nach Khomeini-Zeit, was ich natürlich ablehne als Revolution, weil die haben die ganze Kulturelle zerstört und Kunst und die Gesellschaft hat sich gespaltet, entweder mit oder dagegen, hat natürlich vorher Kunst gegeben, mit Verantwortung. In Khomeini-Zeit gab Kunst mit Verantwortung und jetzt, wo wir die iranische Gesellschaft beobachten, hat eine wahnsinnig starke Entwicklung Richtung wir sind da, Künstler und Nicht-Künstler, wir tragen unsere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und wir sehen viel Kunstwerke, die nicht der politische Zweck dienen, in Iran oder außerhalb Iran. Das, was ich zum Beispiel in der Biennale gesehen habe, das war nicht der Kunst, die ich erwartet habe von Iran. Das ist der Kunst von dem politischen Zweck. Und Barashto oder Metra oder die Kollegen, das ist der Kunst mit Verantwortung, die dir immer wird geben. Und vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Worte, weil es ist wie Erleuchtung für uns. Dankeschön. Noch eine Wortmeldung, Fragen, Anregungen? Niemand? Ja, da? Ich habe eine Frage, also ich weiß nicht, ob ich wirklich gut auf Deutsch das erklären kann. Bevor Sie beginnen. Englisch sage ich. In fact, I am coming from Iran. Each year I visit Iran 2-3 times, and I know what's going on in Iran. But the point that as outstander here, in addition to that, I want to know as a woman here, is there any other restrictions from the culture or anything, or it is just about being an immigrant? This part was not that clear for me, and I would like to ask. I'm not sure if I understand exactly what you mean. Do you mean that do I feel discriminated? No, is it just being discriminated? Is it like from the point of being immigrant? Since Mrs. Shankara said that there is other pressures here for women. In Iran, I know which pressures, it is diplomatic, it is not being free, and connecting always freedom with what you say, you are not free to say or express what you think. Here, from this aspect, does the society allow you to express yourself as free as you think, regardless of being discriminated as an immigrant? I think there is different kind of level to answer that. You have to know where do you want to talk. If you want to be in the Kunst scene in Austria, there are, you would say, bestimmte Erwartungen. There are expectations that you have to fulfill to be accepted in this society. So it is kind of I can understand Deutsch. Ah, du kannst besser. Ja. Okay, ich werde dann Deutsch sagen. Nein. Entschuldige, ich war nicht vorbereitet, Englisch zu reden. Ich denke mir so, du wirst auf jeden Fall begrenzt sein, womit du dich einfach ausdrücken möchtest. Ich habe das Gefühl, so, du kannst
entscheiden, was du sein willst, was du nach außen zeigen willst. Willst du akzeptiert werden? Willst du dich selber bleiben? Was erwartest du? Also ich glaube, das liegt eher mehr an dir als an die Gesellschaft, was du ausdrückst. Ich habe nie das Gefühl gehabt, okay, ich habe so eine Anliegen, aber ich kann es nirgendwo in Österreich sagen. Ich weiß, wenn ich es sage, dann kommen halt welche Konsequenzen, dass ich einfach durchziehen muss. Das gibt es auch hier. Das ist nicht so systematisiert, aber das gibt es schon. Natürlich gibt es, oder? Was meint ihr? Ich glaube auch, dass es so ist. Das ist, ich glaube auch, dass nicht, jetzt braucht man auch nicht alles nur auf Frau oder Mann. Es sind alle Menschen irgendwo unter Druck. Das ist nicht so, dass die Frauen jetzt, die iranische Frauen mehr unter Druck sind als die iranische Männer. Das ist alles gleich eigentlich in bestimmte, im Allgemeinen, wenn wir das jetzt so sehen, oder auch viele andere Menschen, auch jemand, ein Österreicher, der sich nicht insofern wohlfühlt, weil er auch nicht Erfolg hatte. Es ist in der Gesellschaft alles Mögliche. Und ich glaube auch nicht, dass man nur als, ob man als Frau oder ob man als ausländischer Mensch oder ob man als Künstler, alles zusammen. Ja, alles oder auch ja, nein. Das ist beides. Ne? Das heißt, es kann alles sein. Ich kann als Frau unterdrückt sein oder belästigt werden. Ich kann als Ausländerin so auch das Problem bekommen. Ich kann auch in meinem Beruf als Künstlerin. Ich glaube nicht, dass man das so genau definieren kann eigentlich. Kommt darauf an, wie man lebt. Kommt darauf an, was meine Erfahrung ist in Österreich zum Beispiel. Großteil von Unterdrückung bekommen arme Menschen. Ein reicher Mensch, egal von wo er kommt, hat viel weniger Probleme. Das ist einfach ein ökonomisches Problem eigentlich. Ein Amerikaner, der nie 30 Jahre in Österreich lebt und nie Deutsch spricht, niemand wird mit ihm schlecht reden, aber ein Türke wird sofort beschimpft. Wieso kannst du nicht Deutsch? Es sind die einfachen Erfahrungen, die man macht hier. Oder wenn jemand, die diskutieren über alles Mögliche und irgendein junger Arbeiter darf nicht hier bleiben, aber jemand andere, der namenhaft ist, kriegt eine Staatsbürgerschaft geschenkt. Das sind halt diese Dinge in der Welt, nicht nur in Österreich, sondern in viele andere Länder auch, in westliche Länder vor allem. Und das hat sehr, sehr viel mit Ökonomie zu tun eigentlich, dieses Thema, finde ich. Und es gibt einen Satz, das ist nicht von mir, aber es hat nicht so, passt jetzt gerade hier. Jemand, der nicht weiß ist, der nicht reich ist und der nicht Mann ist, wird nicht angeschaut. Kann man selber jetzt weiter verstehen. Es muss nicht stimmen, aber es kann stimmen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, auch die Statusfrage, also wirklich der ökonomische Background, aber natürlich auch der Bildungsstand, auch der Stand der Familie in der Gesellschaft, auch das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Bitte. Ich stehe kurz auf, weil ich bin jetzt hinten. Ich finde, die Lale ist im selben Projekt tätig wie ich, ja, und wir haben bevor über die Kürzungen gesprochen, gerade was Kunst und Kreativität angeht bei uns im Projekt. Für mich war das ein großer Schock, ja, weil für mich Kunst immer ein partizipativer Moment auch war, wo Jugendliche, die sonst keine Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund von dieser Sprachlosigkeit, weil sie die Sprache noch nicht sprechen, weil sie auch keine Möglichkeit haben, aktuell zu gesellschaftlicher Teilhabe, sei es aufgrund von rechtlichen Statusfragen oder auch sonst, auf ökonomischen Gründen. Und Kunst
war ein Ausdruck, kritisch partizipieren zu können oder überhaupt partizipieren zu können in einer Gesellschaft. Ja? Und gerade wenn jetzt die Möglichkeit einer Ausstellung da ist, super. Wie seht ihr das? Ist für euch Kunst auch eine Möglichkeit von gesellschaftlicher Partizipation grundlegend? Sicher. Schon? Klar. Also ich kann es nicht anders sehen, als was du beschreibst. Natürlich ist es so. Ich habe das halt in Erfahrung mit den Jugendlichen im Jugendcollege gesehen, wie wahnsinnig die teilnehmen wollen. Die Jugendlichen, die in Deutschkurs gehen und sitzen und sagen, oh, interessiert mich nicht, warum soll ich Deutsch lernen, ich werde eh sowieso abgeschoben. Dann kommen sie in Kunstraum und auf einmal sie sind interessiert. Auf einmal wollen sie nicht nach Hause gehen. Auf einmal denke ich mir, bitte geh nach Hause, ich will nach Hause gehen. Und das ist wirklich ein schöner Moment, wenn sie sich wirklich interessieren für diese Sache. Und die haben sehr viel zu erzählen. In dem Moment, wo sie diese Vertrauen haben, und das passiert sehr oft in Kunstraum, dann kommen solche Sachen, solche Dinge, dass sie erlebt haben, dass die mit niemand teilen wollen. Und auf einmal, diese Geschichte ist auf dem Tisch. Die wollen es einfach uns erzählen, die wollen es einfach in einem Bild ausdrucken. Und das ist unglaublich, so eine intime Sache, was sie erlebt haben, durch ihre Fluchtgeschichte oder ihre Erfahrung, dann auf einmal, das ist denen recht, dass auf dem Papier kommt, das ist denen recht, dass es in eine Ausstellung kommt, Ausstellung kommt, und es ist denen recht, dass jemand zu denen geht und sagt, hey, ich habe auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, weil sie fühlen sich sehr oft alleine mit dieser Erfahrung. Ich denke, niemand hat das erlebt, wie das ist, wenn du auf einem Boot sitzt und es ist dunkel und die Wellen werden größer. Und wir sitzen im Kunstraum und wir reden darüber und die andere sagt, ach ja, bei uns war genauso. Ich habe auch voll Angst bekommen, dass ich heute sterbe, weil ich nicht schwimmen kann. Und über solche Austausch passieren nicht einfach im Deutschkurs. Da lernt man Akkusativ, Dativ, Nominativ. Und das passiert einfach im Kunstraum. Das ist einfach wirklich wahnsinnig traurig, dass das weggeht. Und das ist auch so ein politischer Akt, zu wünschen, dass Kunst, Kreativität sollte für genau diese Zielgruppe geben. Das ist halt, was ich denke. Den Kunstraum, den Sie jetzt erwähnt haben, erstens mal, ich weiß davon gar nichts. Wie erreichen Sie diese Jugendlichen, von denen Sie sprechen? Findet das im Druck statt oder habe ich das? Also wie erreichen Sie, die jungen Menschen? In welchem Alter befinden sich die meisten und wie setzen sie sich zusammen ins Rein von den Fluchtländern her? Und es ist ausschließlich oder vor allem künstlerische Tätigkeit, das heißt Zeichnen, Malen oder auch Schreiben. Was ist der Inhalt Ihrer Arbeit? Würde mich sehr interessieren. Ja. Also ich bin WUK Angestellte, das ist richtig, aber ich bin schon WUK Angestellte, aber WUK ist ein Teil von einem großen Projekt, das heißt Jugendcollege. Das ist von mehreren Vordergeber zusammengeführt, seit 2016 gibt es dieses Projekt. Unsere Jugendlichen sind zwischen 15 und 21 Jahre alt. Wir bekommen unsere Jugendlichen durch FSW und AMS. FSW, also Fonds Sozial Wien. Ach, ja, genau. Und AMS. Also die schicken die Jugendlichen zu uns. Das wird eine Clearing geben und die werden ausgewählt. Wir haben verschiedene Deutschniveaus. Also wir haben von Basisbildung bis auf SBB. SBB heißt B1. B1 fortgeschritten in Berufsorientierung. Und die haben halt, wir haben 1000 Plätze gehabt. 2016. Wir haben zwei Standorte gehabt, einmal im 9. Bezirk, einmal im 10. Bezirk. Und dann gab es Kürzungen seit Juni haben wir 750 Plätze und ab Dezember wird 500 Plätze.
also ein Standort wird gestrichen und 2019 Juni wird ganz gestrichen. Also die werden das in eine andere Form, in eine andere Art und Weise Projekt vielleicht anbieten, aber in dieser Form, was wir gearbeitet haben, mit mehreren Organisationen wie VHS, WUG, Integrationshaus und so weiter, wird dieses Projekt nicht mehr geben. Und ein Fach, was wir anbieten, ist auch Kreativität und Gestaltung. Unser Modell war wie PSA, also Pflichtschulabschluss. Wir haben Kreativität und Gestaltung, Berufsorientierung, Gesundheit und Soziales, kritische Partizipation, Deutsch, Mathe, Englisch. Und der Regierung möchte diese Jugendlichen mehr Richtung PSA und so weiter schicken. Also das heißt, die wollen Deutsch, Mathe, Englisch fertig für die Jugendlichen haben. Das heißt, es gibt keinen anderen Raum für besonders wichtige Fächer wie kritische Partizipation. Wie wichtig für Integration für eine Jugendliche ist das, kritische Partizipation zu absolvieren. Und das wird halt nicht mehr geben. Und genauso ist es auch mit der Kreativität und Gestaltung. Also am Anfang, wenn wir ein Projekt gestartet haben, haben wir 15 Gruppen in Kunst gehabt. Derzeit haben wir 6 Gruppen in Kunst. Traum. Ja, ja, richtig. Mhm. Möchte noch jemand eine Wortmeldung machen oder nein? Dann meine allerletzte Frage, bevor wir dann wirklich zu dem informellen Teil übergehen, und das interessiert auch mich sehr und wahrscheinlich auch alle anderen, ist: Was motiviert euch, eure Arbeit zu machen? Was ist eure Motivation? Ich glaube, das, was jetzt auch über dieses Projekt gesprochen wurde, es ist natürlich in einem bestimmten Bereich, was diese Jugendliche von diese dramatischen Erlebnisse halt hinkommen. Es ist ganz richtig, was Lale erzählt hat, aber Kunst ist an sich etwas, was jede brauchen kann, ob aktiv oder passiv. Deshalb gibt es auch. Und die Kunst ist etwas, was ich arbeite zum Beispiel mit vielen verschiedenen Menschen, ob jetzt körperlich behindert, geistig behindert, alte, junge, ganz egal. Diese Bedürfnis, wovon du auch sprichst, ist in jedem Mensch. Jeder Mensch hat seine eigenen Probleme halt oder Bedürfnisse oder Sehnsüchte. Und einer, der sie richtig dieses als eigene genommen hat, so wie ich zum Beispiel, ohne dem geht es nicht. Das ist etwas, was halt natürlich da ist. Nur aber die Gefahr besteht auch, dass die Kunst, also diese Gefahr, wovon jetzt vorher gesprochen wurde, dass das als wertlos bezeichnet wird. Deshalb als Erste werden immer solche Dinge abgestrichen und weggelassen. Aber auf der anderen Seite ist auch Kunst etwas, was gerade die fast, oder ich kann mit Sicherheit sagen, alle Regierungen damit auch sich schmücken. Das ist auch das. Das heißt, die Kunst hat eine eigene, ist was Eigenes. Man als Künstler ist jemand, der das natürlich macht, weil es die Sehnsucht da ist. Aber es wird auch in der Gesellschaft ganz unterschiedlich bewertet, benutzt, ausgenutzt, auch in diesem Fall, was auch unser Kollege gesagt hat, in Iran oder in alle Länder, die in alle Revolutionen, in alle Systeme, wird irgendwo auch natürlich benutzt. Und das ist ein eigenes Phänomen. Irgendwas Bestimmtes ist die Kunst. Aber das braucht der Mensch, das geht nicht anders. Also die Motivation siehst du da, dass Kunst einfach notwendig ist, auch für die persönliche Entwicklung. Liebe, also was motiviert dich für deine Arbeit, für dein künstlerisches Schaffen? Was ist deine Motivation? So, ich fühle mich frei. Ich habe diese Freiheit zwischen den Menschen und die Gruppe, weil die Menschen immer möchten, dass die
in Minderheit, die Minderheit unter Druck setzen oder nicht holen oder nicht sich kümmern, und die gehen in große Gruppe und die Macht und alles. Und es interessiert mich, dass ich gern über diesen Thema, das niemand interessiert, recherchieren, suchen mit Menschen, dass niemand redet oder es ist nicht wichtig, reden, weil das ist nicht nur um Fotografie oder Kunst, sondern ich habe viele Menschen kennengelernt durch meine Projekte. Ich habe viel gelernt, weil zum Beispiel homosexuelle Transsexuelle, ich in Iran, wenn ich das erste Mal eine Transsexuelle gesehen, ich wusste nicht, was ist das. Weil ich habe in einer Klinik gearbeitet, neben meinem Studium, und damals habe ich dann ein paar Bücher gelesen und dann habe ich recherchiert und dann habe ich angefangen. Das war wirklich für mich eine neue Welt. Oder über die Frauen, oder hier auch, über die Frauen und die Rechte, dass die Frauen hier haben. So, ich interessiere mich für dieses Thema, dass niemand möchte darüber reden oder interessiert niemand oder möchte das unter die Decke verstecken. Recherchieren, lernen, die neuen Menschen kennenlernen, und weil Dian Arbus sagt, sie ist eine Fotografin und sie ist normalerweise eine schüchterne Hausfrau, aber sie sagt, dass wenn ich meine Kamera in Hand habe, dann bin ich mutig. Dann ich gehe zu solchen Menschen und ich fotografiere sie. Und ich denke für mich auch, das ist die Kamera ein Zeug, dass dieser Mut mir gibt, dass ich rausgehe, dass ich recherchiere und dann ich zeige die Themen, dass niemand hat sich interessiert oder es ist besser, dass wir nicht darüber reden. So, ich fühle mich das Freiheit, und dann dazwischen diese Gänse gehen und sehen, wie wirklich Gesellschaft funktioniert. Es ist manchmal sehr traurig, manchmal werde ich traumatisiert. Aber dann, wenn ich Ausstellung habe und ich kann darüber reden, dann habe ich dieses gute Gefühl, dass ich die Stimme von diesen Menschen bin, irgendwie. Ja, das kann ich auch. Ich kann mich auch daran anschließen, mit der Stimme für diese. Also besonders im Jugendcollege, gemeinsam mit meinem Kollegen Harvey, haben wir wirklich dieses Projekt einfach gestartet. Immer haben wir, also am Anfang, wir haben so klein angefangen, Ausstellungen zu organisieren, damit diese, also einfach die Stimme für diese Jugendlichen sind, die gerade nicht Deutsch können, aber 10 Millionen andere Wege haben, sich auszudrücken. Und ich habe das Gefühl gehabt, ihre Lebensgeschichte ist so erstaunlich, und wie sehen sie als diese Zahlen von Flüchtlingen, die jetzt gerade uns zerstören, halt unsere angenehme Situation, wo ganz chillig ist in Österreich. Ach, warum sollen wir darum kommen? Und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich dieses starke Bedürfnis gehabt, ihre Lebensgeschichte rauszuholen, ins Licht bringen, mit Leuten teilen, so, schaut ihr mal hin, man darf nicht wegschauen. Und ja, das war halt so eine Motivation für mich. Ja, ich würde sagen, vielen lieben herzlichen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Wir haben über Freiheit gesprochen, auch an die Grenzen zu gehen, Klischees aufzubrechen, wirklich auch irgendwie zu sehen, Menschen dahinter zu sehen, nicht nur als Zahlen, aber auch, dass jeder irgendwie mit Kunst verbandelt ist, jeder trägt Kunst in sich, jeder kann mit Kunst etwas anfangen. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr bereit wart, heute dieses Gespräch mit uns zu führen. Herzlichen Dank. Liebe Mitra, an dich natürlich herzlichen Dank für die wunderschöne Leihgabe, die ich jetzt vor allem genießen konnte in den letzten Monaten. Ich hoffe, Sie können es auch noch ein bisschen genießen. Wir werden jetzt noch ein paar Snacks anbieten, ein paar Getränke, ein bisschen Musik hören. Gehen Sie herum, reden Sie mit den Künstlerinnen, erfahren Sie noch etwas Neues. Genießen Sie den schönen Abend, und noch einmal einen herzlichen Applaus für unsere drei Damen, und herzlichen Dank und schönen Abend.